Hallihallo, ihr Lieben. Willkommen zurück zu ARK Survival Evolved. Wir wollen heute weiterbauen. Und weil ich es gerade hier wieder sehe, Susi ist immer noch blutig. Ich habe geguckt, rauszufinden, warum die Fleischfresser jetzt so viel Leben dazu bekommen, auch schadenswert. Ich habe leider wirklich nicht herausfinden können, woran das liegen könnte. Von daher würde ich es jetzt erstmal so belassen und auf einen Bug tippen, der hoffentlich bald dann gefixt wird. Wir machen weiter im Programm und fangen heute mal an, hier unsere Basis abzusichern. Es sind nämlich tatsächlich hier Dinos oben gespawnt. Als erstes, ich habe die Knutschkugel hier mit dabei, würde ich den Aufgang sichern. Da drüben liegt übrigens ein toter Karno. Das hat wahrscheinlich der Stego da gehandelt. Kann er machen. Hat er gut gemacht. Als erstes, wie gesagt, den Aufgang hier sichern, eine Mauer also ziehen. Das heißt, ich baue hier die Felsen erstmal alle ab, die auch abbaubar sind, dass ich halt wirklich nur hier wie den die Felsen stehen habe, die man dann nicht noch abbauen kann. Hintergrund ist ganz einfach, wenn ich dann hier nämlich die Mauer gesetzt habe, wäre es ja blöd, wenn ich da als Begrenzung noch so einen abbaubaren Felsen belasse, das Tor daneben setze und dann irgendwie wird dann der Fels doch mal abgebaut, dann habe ich halt hätte ich ein Loch in der Mauer. Das wollen wir ja nicht. So, und die Mauer sollte halt hier so quer rüber gehen, deswegen werde ich hier auch nochmal die ganzen Felsen abbauen, die abbaubar sind. Und vielleicht seht ihr es auch schon in meiner Schnellleiste unten. Ich habe bereits das Tor, was hier hin soll, mit einstecken. So dass ich das als erstes auch setzen würde. Okay, gut. Dann bietet sich das hier doch als Begrenzung an, würde ich sagen. Obwohl, man müsste mal gucken, ein gewiefter Dino kommt hier wahrscheinlich sogar hoch. Ja, das ist dann also als Mauerbegrenzung nicht so ideal, hm? Jetzt steckt die Knutschkugel hier fest. Wenn dieser schräge Felsen natürlich so begehbar ist, da würde ich das dann so machen. Ich behalte meinen Plan bei, so wie ich mir das gedacht habe, dass ich halt die Mauer hier so schräg rüberziehe, von dem Fels zu dem, zu diesem hier. Und dann setze ich hier davor einfach Spike Walls. Also, ich weiß halt immer noch nicht, wie man das im Deutschen sagen würde. Halt diese Stachelzäune sozusagen. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Gut. Dann hätten wir hier soweit die Felsen abgeerntet. Jetzt kommt halt der knifflige Teil des Bauens, dass man halbwegs gerade diese Linie zieht. So, die Knutschkugel hatte auch wieder ein Level-Up. Kriegt sie natürlich auf Gewicht. Also, von da nach da soll dieses Tor gehen. Das Tor habe ich einstecken. Ist wieder aus der Gate-Mod. Dieses kleine Behemoth geht. Jetzt ist halt die Frage, kriegt man das halbwegs gerade hin? Ich setze das jetzt mal einfach so. Kann man jetzt zur Not wieder aufheben und dann schauen wir mal, ob das überhaupt so in etwa diese Linie treffen würde. Ja, es könnte wahrscheinlich noch ein Stück in die Richtung sich drehen. Oder? Gut, theoretisch kann ich natürlich auch einfach dann hier die Mauern in die Richtung drehen. Das muss ja nicht eine gerade Mauer unbedingt sein. Hier fliegt es ein bisschen. Das stört mich ja meistens schon von der Ästhetik her. Ich hebe es einfach nochmal auf und setze es ein kleines bisschen anders nochmal. Auf der 5 hat man es. Guck mal einfach mal, wie das jetzt aussehen würde. Ist der blutige Stego, aber er hat tapfer gekämpft gegen den Karno. Bist du eigentlich ein Weibchen?
Nee, du bist ein Männchen. Sonst hätte man dich vielleicht gleich für die Kibbelfarm nehmen können. So, jetzt fliegt das ja hier noch mehr in der Luft. Das ist natürlich nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Probieren wir es noch einmal. Aller guten Dinge sind drei. Ich finde das ein bisschen unpraktisch, dass dann hier immer dieses Gerümpel einem im Weg liegt beim Bauen, wenn man was abgerissen hat oder aufgehoben. Dann ist das irgendwie immer im Weg. So, wenn ich das jetzt hier so setze, ist es doch dann hoffentlich nicht mehr im Flugmodus. Ja, so ist es doch ganz gut. So, dann kann ich hier dann auch die Mauer rüberziehen. Ich hätte das Tor doch eigentlich gerne mehr da gehabt, aber ich glaube, da vom Boden her fliegt es dann halt noch am ehesten. Deswegen belasse ich es jetzt hier. Ist ja jetzt auch egal, wenn man 3 Meter mehr laufen muss. So, okay. Ist doch ganz gut. Und dann kommt hier auch gleich das Tor noch mit rein. Und wie immer stellen wir hier... muss ich gucken. Auto Door On, genau. Zumindest geht es dann halt automatisch zu, wenn ich den entsprechenden Countdown einstelle. Ich weiß gar nicht, was wir immer eingestellt hatten. Vielleicht 15 Sekunden. Ich lasse es jetzt mal bei 15 Sekunden. So, was habe ich noch eingepackt? Und zwar, in dem Menü sieht man es vielleicht besser, die S+ Stein, Zaun, Supports, also Stützpfeiler wahrscheinlich, dann im Deutschen. So, und hier ist es halt wichtig, genau, use the G-Key. Also mit G kann ich die dann auch snappen. Und das ist nämlich wichtig, das war mir beim Zehmgehege auf the Center nämlich nicht gelungen, dass es, der Zaun dann auch wirklich ebenmäßig oben abschließt, einfach aus dem Grund, weil ich diese Supports hier nicht aneinander gesnappt habe. Aber Ziel sollte halt sein, dass halt die Mauer auch schön aussieht. Deswegen würde ich jetzt probieren, die Sachen auch zu snappen. 10 Stück habe ich jetzt hier mitgebracht. Straight Snaps enabled, genau, das wollen wir. Jetzt ist halt die Überlegung, dass man das möglichst so bauen, dass es halt auch gerade dann mit der Mauer wird. Wahrscheinlich so in etwa. Müssen wir jetzt mal gucken, ob das dann in etwa hinkommt. Wenn ich das jetzt gerade... Es könnte gut sein. Doch, das würde passen. Okay. Und dann machen wir hier... Mit G, eigentlich muss es doch snappen. G, straight. Ah ja, okay. Jetzt hat es auch gesnappt. Sehr gut. Also das ist wichtig, wenn ihr eine Mauer bauen wollt, die halt auch oben gerade abschließt. Also normalerweise kann ich ja hier auch ganz normal die Fence Foundations bauen. Die ganz normalen, die auch das Spiel vorgibt, die snappen auch schön. Allerdings, wenn der Boden halt uneben ist, dann schließen die auch oben uneben ab. Also, ne, dann ist halt ein Zaun mal höher als der andere. Und das gefällt mir persönlich immer nicht so. Jetzt ist halt die Frage, kriege ich das ja auch irgendwann mal in die Richtung gesnappt, die ich es will? Dieses Frickelige manchmal. Wo hat das jetzt? Ist es da, wo es hin soll? Ne, jetzt hat er es natürlich wieder oben drüber gesetzt. Aber ihr seht, warum ich das eigentlich gerne offscreen baue. Weil das manchmal ein paar Nerven kostet, das gerade zu bekommen. Wann habe ich es doch hinbekommen? Ich muss eigentlich nur mal einmal rausfinden, aus welcher Richtung ich drauf gucken muss, damit das in die Richtung sich snappt, die ich brauche. Aber ihr seht, wenn das hier schon so lange dauert, bei diesem Stück Zaun, könnt ihr euch ja vorstellen, wie lange das dann dauert.
Can't place structure here. Warum kann ich das jetzt hier nicht bauen? Also hier würde es andocken. Warum kann ich das hier nicht hinbauen? Ist das hier auch rot? Nee, hier könnte ich es hinsetzen. Aber warum geht das da nicht? Muss ich das jetzt verstehen? Can't place structure here. Aber warum? Also hier könnte ich es wieder so setzen. Verstehe ich nicht ganz. Warum nicht? Ich hätte jetzt gedacht, weil manchmal, wenn hier zum Beispiel eine Entdeckernotiz in der Nähe wäre, von der ich jetzt allerdings nichts weiß, ja, aber wenn man in der Nähe von Entdeckernotizen bauen wollte, gibt es halt da auch die Probleme, dass man dann in einem gewissen Abstand davon einfach nicht bauen kann. Jetzt weiß ich allerdings nicht, warum das hier nicht geht. Na gut, dann müssen wir es halt ohne Snappen an der Stelle machen. Lässt sich dann ja nicht ändern. Ich will nur gucken, dass ich halbwegs den Winkel beibehalte und auch den Abstand. So, und ihr seht, die zwei, weil die gesnappt haben, sind halt gleich hoch. Das heißt, hier würde die Mauer zum Schluss auch eben abschließen. Aber da das hier nicht gesnappt hat, wird das hier dann natürlich nicht der Fall sein. Aber gut, das verkraft man dann hoffentlich mal. Ich hoffe, das passiert nicht noch häufiger, weil das wäre blöd. Das wäre ein bisschen blöd. Hier geht's dann wieder. Hm. Weiß ich nicht, was das ist. So, und das müsste, da müssen wir dann einfach mal gucken, ob das dann hier schon reicht, weil die Mauern ragen ja dann hier ein bisschen über die Pfeiler drüber hinaus. Vielleicht schließt das perfekt damit auch ab. Wenn nicht, wie gesagt, wir wollten, dass hier diese Schräge, wo man halt auch mit Dinos wahrscheinlich gut hochkommt, sowieso noch mit diesen Spike Walls sichern. Wenn hier also ein Loch ist, würde ich das dann auch mit so einer Spike Wall machen. Wahrscheinlich. Gut, und jetzt müssen wir das Ganze auch nochmal hier auf der Seite uns vornehmen. Und auch hier möglichst das so setzen, dass wir dann einfach gerade hinaus zum Felsen kommen. Wie habe ich das denn hier auf der Seite gemacht? Wie nah war ich hier dran? Das müsste eigentlich passen. Also ich habe es noch nicht probiert. Vielleicht sollte man das mal probieren, bevor ich hier weiterbaue. Ob das überhaupt abschließt. Ich hole mal oder ich crafte mal so eine Mauer, die ich da dran setzen möchte. Einfach um zu überprüfen, ob das passt. Tony Shark habe ich übrigens auf dem Dach geparkt, wie ihr seht. Da steht er ein bisschen sicher. Wie gesagt, hier waren oben neue Dinos gespawnt. Auch hier diese Chalicotherien. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob die dann hier Probleme verursachen könnten, wenn die zu nah an meine Dinos rankommen. Normalerweise sind sie halt nicht aggressiv. Sie sind territorial, wie man sagen würde. Also wenn man denen zu nahe kommt, dann greifen sie an. So, also. Dann gucken wir mal hier nach so einer Mauer. Und zwar würde ich hier von der S-Plus-Variante. Vom Preis her sind die nämlich ganz günstig eigentlich. Diese Spezialwände nehmen, die schon 4 Wände hoch sind. So eine Large Stone Wall. Also vom Preis seht ihr ja, kostet die 160 Stein, 60 Stroh und 80 Holz. So eine normale Steinwand, 40 Stein, 15 Stroh, 20 Holz. Das ist also genau das Vierfache davon. Ich hatte jetzt sogar ein bisschen gedacht, dass es günstiger wäre. Aber warum dann so viel craften, wenn ich doch gleich so eine große bauen könnte? Das ist natürlich die Überlegung. Wenn das gleich viel kostet, am Ende reicht eine 3 hohe Wand durchaus aus. Da
dann sparen wir nochmal Ressourcen. 3 hoch müsste auch ausreichen. Ein Giga ist eher unwahrscheinlich, dass er herkommt. Ja, dann machen wir die 3 hoch. Dann sparen wir nochmal Ressourcen. Wäre das jetzt tatsächlich günstiger im Verhältnis, hätte ich die hier genommen. Aber das sind sie jetzt doch nicht. Deswegen bauen wir die. Und ich nehme mal 2 mit, damit ich auf beiden Seiten des Tores kontrollieren kann, dass das richtig miteinander abschließt. So, und dann nehme ich mir doch mal Tony Shark mit, damit ich schneller hin und her reisen kann. So, auch hier das Level-Up würde ich jetzt erstmal nicht vergeben, solange wie ich nicht weiß, ob das mal gefixt wird mit den Werten, die die Dinos jetzt haben. So, und dann schaue ich mal nach, ob das ordentlich miteinander abschließt. Ah, hier ist nämlich eine Lücke drin. Das hätte man vielleicht gleich kontrollieren sollen. Obwohl, es ist eigentlich auch egal. Mal ganz ehrlich, es ist eigentlich egal. Es ist halt für die Sicht. Wäre es praktischer, wenn es abschließt. Aber jetzt zu sagen, aha, jetzt können hier die Dinos durchgucken und dann hier das uns uns das Tor durchfressen, sozusagen, ist eigentlich auch Schwachsinn, weil wir hier an einer Stelle sitzen, wo das nicht das Problem ist. Zumal auch hier nicht unbedingt unsere Dinos in dem Bereich vielleicht rumstehen werden. Deswegen würde ich das einfach mal so lassen, tatsächlich. Es stört mich jetzt nicht. So, auf der Seite müssen wir dann, ja, seht ihr, da ist die Lücke dann doch zu groß, da müssen wir mit so einer Spike-Fall gegenwirken. Ich würde das jetzt allerdings hier erstmal so lassen und gucken, dass wir hier auf der Seite das Tor ordentlich setzen, beziehungsweise den Zaun ordentlich fortführen. Ich setze das jetzt mal hier so. Ja, da ist die Lücke wahrscheinlich auch zu groß. Und ja, vom Winkel her bin ich mir auch nicht sicher, ob das dann... Doch vom Winkel her zum Felsen hin ist es gut. Ich muss jetzt hier nur, dass ich das... Also es würde sogar snappen, wenn ich das richtig sehe. Allerdings halt irgendwie nicht in die Richtung, die ich gern hätte. Deswegen setze ich es dann doch wieder selber. So, das schließt dann auf jeden Fall ab. Ist halt nur die Frage, passt es vom Winkel her zum Felsen hin? Das sieht eigentlich okay aus. Na, und dann überprüfen wir das Ganze hier nochmal mit der Mauer. Hier ist dann nur das Problem, dass die Wände auch gleich nach innen und außen verteilt sind. Kann ich euch ja gleich nochmal erklären. Hier habe ich diese Fence-Supports von der Seite aus gesetzt. Also, dass ich auf das Tor drauf gucke und die dann links sozusagen sind davon und ich dann drauf gucke. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Aber ihr seht halt, wenn ich die Wand dann ganz normal drauf setze, dann ist das hier die Innenseite, also wo ihr auch die Streben seht. Und das die Außenseite. Hier setze ich dann allerdings die Supports, wenn ich in die andere Richtung gucke. Das heißt, auch hier vom Bauwinkel her wäre dann die Außenseite die hier, die linke. Also, ne? Hier kann man es vielleicht besser erklären. Wenn ich die Supports halt so setze, wenn ich in die Richtung gucke, dann ist immer links die Außenseite. Und wenn ich das halt auf der Seite so mache, von der Seite her drauf gucke, dann ist aber auch immer noch links die Außenseite. Das heißt, damit das gleich dann aussieht, ja, wenn ich das jetzt hier dran setzen würde, seht ihr, ist hier jetzt die Außenseite sozusagen innen unserer Basis. Und das will ich so nicht. Es soll ja schon gleich aussehen. Deswegen muss ich dann darauf achten, wenn ich es setze, dass ich hier nochmal E drücke und den Snap-Punkt ändere, dass außen außen ist. Also das hängt einfach damit zusammen, dass
es immer darauf ankommt, solche Fence-Supports oder Foundations, die Zaunfundamente, ist immer abhängig davon, in welche Richtung man geguckt hat, wenn man die setzt. So, jetzt würde ich es halt gerne wieder snappen lassen. Sehr gut. Also mit G geht das dann hier, nicht mit E oder F. Aber dann snappt er das halt ordentlich an. So wie es sein soll. So, jetzt sind einen habe ich noch, glaube ich. Also immer G, wenn er das von selber nicht macht. Okay. Und dann seht ihr, dass die wirklich bündig miteinander abschließen. Und das Problem war halt hier auf der Seite, wo ich es nicht snappen konnte, seht ihr, dass es nicht gleichmäßig sein wird, dann auch wenn die Wände drauf sind. Und dieses Gleichmäßige geht halt mit den S-Plus-Strukturen sehr gut, mit den normalen Sachen, die es im Spiel geht, eher nicht. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie viele wir hier vielleicht noch brauchen. 5. Könnten 5 hinkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir jetzt auf der Seite. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich nochmal so viel. Also ich würde nochmal 6 craften davon. Also ein paar Ressourcen hatte ich halt gesammelt, offscreen, wie ich das auch gesagt hatte. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Wahrscheinlich nicht ganz so weit, wie wir das gern hätten. Okay, also davon machen wir mal Mount nochmal 6 Stück. So, und es dauert halt ein bisschen. Noch 2 und noch einer und dann können wir wieder vorgehen zur Baustelle. Okay. Durst haben wir. Bald. Halt verdurst mal. Also entweder es regnet bis dahin oder wir müssen dann tatsächlich mal runter ans Wasser. So eine Wasserflasche könnte ich mir eigentlich auch mal craften. Habe ich bisher immer nicht gebraucht. Aber wäre schon eigentlich praktisch, ne? So, geh. Und dann snappt der auch. So, und hier seht ihr jetzt, weil das hier so abschüssig ist, fängt er auch bald an, in die Luft zu bauen. Aber das dürfte man mit den S-Plus-Strukturen, genau, dann kann ich es hier nämlich auch drunter setzen. Dann brauche ich also auf jeden Fall mehr davon, um diese Lücken auszufüllen. Ich würde das erstmal noch rübersetzen und dann gucken wir uns das mal an, wie viele man braucht, um das Ganze dann auszugleichen. Also das wiegt halt deswegen, also die normalen Strukturen, wenn man eine normale Fence Foundation setzt, würde das halt nicht in diesem Ausmaß machen, nicht fliegen, beziehungsweise man hat dann hier, es schließt mit dem Boden ab, aber man hat halt hier auf der einen Seite eine längere Strebe rausgucken als auf der anderen. Hier, damit das halt bündig dann abschließt, fliegt das durch die Luft. Aber das ignorieren wir auch erst einmal. Ich möchte halt sehen, wie viel wir da überhaupt noch bauen müssen. Na, hier war es doch gerade. Da, genau. Da ist der Snap-Punkt. Okay, in die Richtung. Wunderbar. Also wenn man einmal weiß, was man drücken muss, dann ist das ganz okay, wenn man dann das doch raus hat, einmal den Snap-Punkt gefunden. Und dann muss man halt nur noch durch die einzelnen Winkel mit G drücken, um zu sehen,
dass es in die richtige Richtung zeigt. So, hier, ihr seht, hier braucht man auf jeden Fall dann doch noch ein oder zwei sogar. Und dann auch noch welche nach unten zu, um diese Löcher hier auszufüllen. Also theoretisch ab hier, ne? Hier fängt er an zu fliegen. Hier sieht man es nicht, weil Gras ist, aber hier ab dem wäre es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also im Prinzip alle, die wir jetzt gesetzt haben, müssen wir nochmal 6 Stück machen. Und hier wahrscheinlich nochmal 2 und dann noch welche nach unten, 4, also 10 Stück mindestens. Das würde ich diese Folge auf jeden Fall noch fertig machen wollen. Zehn Stück. Gebe mal hier gleich wieder die Menge ein. Und dann warten wir einfach ganz gemütlich, bis das hier fertig gekraftet ist. Da kann ich gleich noch einen Schluck Wasser nebenbei trinken. Trinken ist wichtig und wenn man hier so viel redet, dann ist der Mund sowieso trocken und fusselig. So, ressourcenmäßig haben wir noch ein bisschen was da. Holz und Stroh neigt sich schon wieder zur Neige. Steine, da hat man wirklich viel gesammelt und ich glaube, die Knutschkugel hat auch noch welche drin. Die habe ich noch gar nicht ausgeleert, glaube ich. Kann man ja noch nebenbei hier machen. Genau. Okay, ist er jetzt fertig? Ja. Dann nehmen wir die Dinger hier mit und fliegen wieder vor. Und ihr seht, der Stego, der hier lang gelaufen ist, der hatte versucht reinzukommen, hat aber schon nicht geschafft, weil ihm hier diese Fence-Supports im Weg waren. Also das funktioniert schon mal ganz gut mit der Absicherung. Okay, so und dann noch eins und dann müsste zumindest erstmal die Länge nach abgesichert sein. Vielleicht brauchen wir hier noch eins dann weiter unten. Ich fülle jetzt erstmal die Lücken. Vorhin hat es mir die Option gegeben. Hier hatte ich sie doch auch gerade, oder nicht? Ja, da war sie. Genau. Und dann ist es abgeschlossen. So wie gesagt, das hier, das sieht man nicht wirklich, weil hier auch gerade praktischerweise das Gras davor ist. Da würde ich das mal ignorieren und mich lieber um die kümmern, die man sieht. Es ist hier ein bisschen schwierig, dann den Punkt wiederzufinden, an dem das da ansnappt, wo es ansnappen soll. Vielleicht auch wieder hier mit G drehen, genau. Ist gar nicht so einfach. So, dann drehe ich auch hier wieder mit G. An die richtige Stelle. Also ich suche mir dann erstmal da den Punkt, wo es andockt. Hier gibt es den irgendwie gar nicht. Oder kann ich hier ja doch. Es hat angedockt, zwar aber besetzt und dann einfach mit G so lange drücken, bis er an der Stelle sich hingedreht oder an die Stelle sich hingedreht hat, die wir brauchen. Also auch hier, dann suche ich mal das aus. Da meckert er zwar rum, dass es nicht geht, weil da schon was ist, aber mit G drehe ich dann so lange. Obwohl, das ist gar nicht die richtige Stelle dann. Ah, hier war sie doch gerade. Ist aber auch nicht die richtige. Hier haben wir sie. Also hier muss man halt ein bisschen mehr auch hin und wieder drehen. Man muss dann auch ein Auge irgendwie dafür bekommen, wann das an der Stelle ist, die man will.
hier, das könnte doch stimmen. Und auch hier seht ihr, dann müssen wir wahrscheinlich noch mehr nach unten hinzubauen, weil es hier so abschüssig ist, dass dann auch hier wieder die Lücke entstehen würde. So, jetzt finde ich hier gar keinen Snap-Punkt. Na doch, da war einer. Drehen. Haben wir den? Okay. Ja, hier müssen wir dann auf jeden Fall, wenn ich hier so vorbeilaufen kann, dann auch noch was hinsetzen. Vielleicht reicht auch hier dann so eine Spike-Wall aus. So, eins habe ich davon noch. Vielleicht kann ich den auch direkt hier weiterführen. Genau, dann machen wir das so und dann ist das dann hier auch abgeschlossen. So, dann muss ich halt hier auch nochmal welche nach unten hinsetzen. Das würde ich jetzt allerdings tatsächlich offscreen machen, also ohne euch. Ihr habt ja jetzt so gesehen, wie ich das gehandhabt habe. Und ja, ich würde dann wahrscheinlich auch gleich auszählen, wie viele Wände wir brauchen. Die dann auch gleich craften und dann mit euch zusammen hinsetzen. Es wird jetzt auch dunkel, deswegen ist es der perfekte Zeitpunkt, die Aufnahme hier erstmal für heute zu beenden. Ja, dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.